Vergangene Woche kam Nashornbaby Nero im Augsburger Zoo zur Welt. Bis vor kurzem war es noch zu kalt draußen, am Mittwoch aber bei strahlendem Sonnenschein war es Zeit für einen ersten Ausflug. Am Anfang waren die beiden noch etwas zaghaft, dann aber immer mutiger. Das ist ganz typisch für die Nashornfamilie, erklärt Zookurator Thomas Lipp. Naja gut, er lässt sich schon sehr leicht anstecken von seiner Mama, ist auch klar, er orientiert sich an ihren Bewegungen und sie ist noch sehr unsicher. Man sieht es auch, den Schwanz stellt sie dann teilweise auf. Das heißt, sie fühlt sich noch nicht zu 100% wohl, wobei sie einfach für Erstgebärende einfach absolut souverän ist und entspannt ist. Aber klar, das sind so die ersten Ausflüge, die werden schon nervöser sein, ist einfach so. Und nach nur wenigen Minuten war der Ausflug dann auch schon wieder vorbei. Es war einfach ein bisschen zu kalt für die beiden.